19! Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute kümmern wir uns um diesen Rahmen bzw. um die gesamten Mofa-Teile von unserem Torpedo-Projekt vom Freddy, unserem neuen Kameramann, der heute auch wieder hinter der Kamera steht. Und zwar hat unser lieber und geschätzter Arbeitskollege der Breu sämtliche Anbauteile wie Schutzbleche und Tank sandgestrahlt. Freddy hat aber da geschliffen von Hand, so wie es aussieht. Ist das Mädchen noch so lieb? Handbetrieb bleibt Handbetrieb. Ja, und was ist der Plan für heute? Der Lack soll drauf, doch davor müssen wir einen guten Untergrund schaffen. Das ist ja alles blankes Blech. Auch die Anbauteile, wir zeigen sie euch gleich, sind komplett blank runtergeschliffen bzw. runtergestrahlt. Dort bauen wir jetzt einen neuen Lackaufbau drauf. Und zwar fangen wir an mit einer Grundierung, gehen dann zu einem Füller, werden zwischenschleifen. Ich erkläre euch das alles im Laufe des Videos, aber ihr seht es, es ist ein bisschen was anderes. Wir stehen heute hier draußen. Wir haben uns eine mobile Lackierbox gebaut, denn das Wetter ist genial und das Zeug stinkt oben in der Werkstatt ewig. Deswegen haben wir gesagt, wir lackieren heute hier draußen in der Abendsonne die erste Schicht drauf und zusätzlich machen wir noch einen kleinen Livestream. Ihr wisst ja, seit kurzem sind wir alle zwei Wochen immer dienstags live auf Twitch und auch heute werden wir live gehen und ihr, wenn ihr Glück habt, seid dann auch schon live dabei. Das machen wir bestimmt das ein oder andere Mal nochmal, also nicht vergessen, schaut auf unserem Twitch-Channel vorbei und seid dann das nächste Mal spätestens dabei. Heute seht ihr das ja im Video. Ich würde sagen, wir schmeißen den Grill an, bereiten alles vor und dann haben wir heute einen coolen Abend zusammen mit euch auf Twitch und YouTube. Multitasking nenne ich das. Let's go! Ja, ja, hier so, hier so. Ein bisschen her wieder. Noch weiter? Ja, so ist gut. Okay, also, wir sind pünktlich wie die Maurer. Ich habe keine Uhr, aber wir sind pünktlich. Wir starten jetzt den Livestream, würde ich sagen. Roger, drück mal drauf. Roger ist heute übrigens unser Livestream-Kameramann. Wir haben zwei Kameramänner, Alter. Wie, Multitasking, ich sag's euch. Sind wir denn schon live? Okay. Ja, noch sind wir offline. So, sollte mir live sein. Was sagt die Technik? Wir sind bereit. Also, der Plan ist, heute mit dem Rahmen anzufangen. Wir versuchen natürlich, alle Teile direkt zu grundieren und zu füllern. Die Teile hier, vor allem am Rahmen, zeigen wir vielleicht mal, der ist blank. Der wurde teilweise gestrahlt, teilweise mit der Hand geschliffen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall keinen alten Lack mehr, der Probleme machen könnte. Man muss dazu sagen, der alte Lack war übel. Deswegen musste der komplett runter, damit er sich verträgt mit unseren Farben. Wir gehen auch gleich drauf ein, mit was für Farben wir heute arbeiten werden. Wichtig ist, dass wir jetzt noch einmal mit der Hand 400er Schleifpapier kurz nachschleifen, dass es wirklich alles smooth ist, dass die letzten spitzen Kanten, die jetzt hier durch Strahlen teilweise noch aufstehen, gekröpft werden und da können wir dann anfangen, unsere Grundierung drauf zu hauen, einfach um die erste Rostschutzversiegelung mal drauf zu haben. So, das Ding ist jetzt einmal kurz angeschliffen nochmal, wirklich clean. Also ich denke, da sollte unsere Grundierung, mit der wir jetzt anfangen, sehr gut halten. Bevor ihr so eine Grundierung drauf macht, ist es wichtig, sämtliche Fette und Rückstände, die ihr jetzt einfach noch drauf habt, auch Dreck runterzuspülen. Geht mit Bremsenreiniger, ist aber nicht so geil. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann holt euch Silikonentferner. Wenn ihr Silikonentferner nicht bekommt, dann holt ihr euch die zweitbeste Variante, Universal- oder Nitroverdünnung. Wichtig ist jetzt, meine Hand hat Fett. Ja, das heißt nicht, dass ich ungepflegt bin oder so. Ich wollte damit sagen, jedes menschliche Körperteil hat natürlich Fett drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfasse und hier entfette, ist das okay. Aber sobald ich hier entfettet habe, fasse ich es nicht mehr an, sondern muss dann hier entfetten, ohne anzufassen. Das ist ein bisschen tricky, aber es ist mega wichtig, weil überall, wo ihr danach noch hinlangt, könnt ihr gerade noch mal entfetten. Und das machen wir jetzt hier gerade mit unserer Nitroverdünnung. Bei Nitroverdünnung ist einfach wichtig, dass nach dem Aufträgen schön abdampfen lässt. Unbedingt, ja. Das darf auf keinen Fall noch drauf sein. Aber hier jetzt gerade bei der warmen Luft, das verdampft recht schnell. So, wir haben mal den gröbsten Schmutz runter. Ja, wir fassen es jetzt nochmal an. Wir entfetten es gleich nochmal, wenn es hängt, weil wir müssen es ja aufhängen an einer Schnur. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mir überlegt habe. Elias, einmal mitnehmen. Und zwar haben wir hier ein kleines, ja, wie nennt man es, eine Lackierbox haben wir uns gebaut. Nennen wir es jetzt einfach mal. So, der Rahmen hängt jetzt mal. Alles gut zugänglich. Und natürlich jetzt perfekt zum Entfetten, weil wir müssen es nicht mehr anfassen. Und ablegen. Wow! Alter! Erste Schicht auf komplett blankes Blech sollte immer eine Grundierung sein. Später tragen wir ein bisschen was Dickeres auf, auch zum Schleifen. Wir haben jetzt einfach geguckt, dass es die gleiche Marke ist, dann verträgt sich das alles auch. Auch der Lack, der später draufkommt, ist von derselben Marke. Wir im Shop haben auch Lacke, jedoch noch nicht in der Dose. Bin ich aber dran, dass wir euch das bald anbieten können. Den habe ich jetzt einfach aus Deutschland mitgebracht. Ja, so ist das halt. Und damit werden wir heute diesen Hobel anfangen zu grundieren. Das heißt Full Primer und es ist ein 1K-Primer. Das heißt, wir haben kein Härter mit drin. Ist kein Problem. Wichtig ist ganz am Schluss unser Klarlack. Der sollte mit härter sein, denn nur dann ist der Lack auch lösemittelbeständig. Das heißt Öl, Benzin, Bremsenreiniger, alles kein Problem. Ja, nicht schlecht. So, wir fangen jetzt an und zwar werden die meisten schon wissen,
Wenn ihr lackiert, egal ob Pistole oder Dose, geht erst an jede Ecke und Kante rein, denn die großen Flächen habt ihr schnell gemacht. Aber wenn ihr die großen Flächen schon lackiert habt und dann noch anfangt, hier so reinzunebeln, dann macht ihr euch die schönen Flächen wieder kaputt. Ich gehe jetzt erst in die ganzen Ecken und dann machen wir einmal drüber, lassen das kurz antrocknen, gehen gerade noch ein zweites Mal drüber und dann ist der Rahmen eigentlich schon gut grundiert und wir können es an die Anbauteile machen, die wir euch auch gleich noch zeigen, denn die sind natürlich auch schon gestrahlt. Oh, genau wie noch Spritze. Nein! Oh, oh. Was? Mehr wie ist schwarz, Mann. Nein, alles gut. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass du schaffen kannst. So, während ich hier fleißig am Grundieren war, sehr erfolgreich sogar, hat sich Marc auch zu uns gesellt. Er ist jetzt auch sehr produktiv hier in unserem Team beigetreten, um diese Lackierung hier irgendwie noch zu realisieren. Es ist nicht leicht. Ja, mal kommt ein bisschen Wind, mal ist es heller, mal ist es dunkler. Aber es ist jetzt alles grundiert. Ich würde sagen, den hängen wir jetzt mal auf die Seite. Und dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit schon mal um die ganzen Anbauteile. Denn die sehen ein bisschen besser aus wie der Rahmen. Die wurden nämlich komplett gesandstrahlt. Ich hoffe, dass wir da nicht ganz so viel noch nacharbeiten müssen. Denn das ist das Nächste, was hier jetzt grundiert wird. Danke. So, der hat noch ein paar Beulen, sehe ich gerade. Aber die lassen wir drin, oder? Das ist Patina. Schmeiß auf! Es wird ja auch, vielleicht können wir ein bisschen teasern, die Lackierung ist keine Show-and-Shine-Lackierung. Gewissermaßen schon, aber nicht auf Bling-Bling. Da ist auch schon mal gewärmt worden. Oh, gerichtet. Shit. Aber ist okay, ist alles. Alles gut. Jetzt die gute Gabel. Ah, die Gabel auch noch. Alter, das ist doch das ganze Sand. Da, wo Sand drin ist, legt das mal auf die Seite. Das können wir heute nicht machen. Wir müssen das auspusten. Das ruiniert den kompletten Lack. Wenn ihr sowas sandstrahlt, dann schaut, dass da wirklich kein Sandkorn mehr drauf ist, bevor der Lack drauf kommt. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal die großen Teile heute. Tank mal auf die Seite, die kleinen Teile auf die Seite. Mit 400er Nachschleifen. Müssen wir auch hier machen. Bitte sehr. Weil es ist zwar gestrahlt, aber relativ rau. Nein, das hat nichts mit der Batsche, aber du siehst es nicht, das muss versiegelt sein. Okay, wir müssen jetzt hier Platz machen für unsere nächsten Teile. Die haben wir jetzt schon fertig geschliffen, werden jetzt noch sauber gemacht und dann hier aufgebaut. Während die Anbauteile jetzt hier trocknen, Grundierung ist drauf, kümmern wir uns um den Rahmen. Der konnte jetzt hier gut durchtrocknen, ist ja schon grundiert. Wir nehmen jetzt das 400er Schleifpapier, jedoch das, welches wir schon mal verwendet haben. Das ist schon mal noch mal ein bisschen weicher, wie jetzt ganz frisches. Idealerweise hätte man jetzt noch ein bisschen Scotch oder so, wo ein bisschen weniger rau ist. Haben wir jetzt nicht da, deswegen, wie gesagt, gebrauchtes Schleifpapier noch mal verwenden. Einfach, um hier noch mal ganz leicht, ohne viel Druck, leicht drüber zu gehen. Um es noch mal ein bisschen abzukröpfen. Ihr merkt es auch recht schnell. Fass mal hier an und dann fass hier an. Hm. Merkst du? Und ich bin jetzt wirklich nur ganz, ganz leicht drüber. Also man merkt sofort. Der finste Staub oder so. Das ist einfach nur dieser Nebel, der Lacknebel, der am Schluss noch mal drauf kommt, teilweise auch. Gehen wir jetzt einfach noch mal abkröpfen und dann können wir hier unseren Füller ansetzen. Ich weiß noch nicht, wo du es hinstellen kannst, aber stell es mal. Ich heb's einfach. Ich kann nicht. Und jetzt? Heb die Hände schön. Anstrengend. Der Rahmen hängt jetzt hier schon parat. Ihr habt ja gesehen, wir haben noch mal leicht angekröpft. Jetzt kommt unser 2K-Füller drauf. 2K heißt, da ist ein Härter mit drin. Dieser Härter macht diesen Füller wesentlich stabiler. Wir können ihn besser anschleifen. Und alles in allem haben wir einfach eine noch bessere Grundlage dann für unseren Lack. Um diesen 2K-Härter zu aktivieren, ist bei dieser Dose, das ist meistens bei Dosen, die 2K sind, hier unten so ein kleiner Nippel. Und ihr habt einen Deckel dabei, hier oben drauf. Den macht ihr jetzt rein. Oh, fuck. Hat geknackt. Jetzt ist der Härter hier drin und ihr schüttelt nochmal richtig gut nach, damit sich der Lack mit dem Härter zusammen vermischt. Mit diesem 2K-Füller machen wir jetzt zwei dicke Schichten drauf, dass wir wirklich gut was zum Schleifen haben. Zwischen den Schichten lassen wir es eine Viertelstunde, 20 Minuten ablüften und dann machen wir uns an die anderen Teile. Ja, tut so mäßig lässig, ja? So, brennt. Erste Schicht ist jetzt angetrocknet, Viertelstunde ungefähr warten. Jetzt zweite Schicht, let's go.
Da ist er weg. Der gute, der einzig wahre Roger. Der einzig wahre Roger. So, jetzt sind wir nochmal Zug auf den Grill, oder? Ja, und ich mache hier weiter mit dem Grundieren, mit dem Füllern. Wir winken jetzt so lange, bis er ihn ausmacht. Er hat ihn nicht ausgemacht. Okay. So, wir haben alles fertig gefüllert. Farbe ist jetzt auch leer, hat genau gereicht. Wir werden die nächsten Tage dann noch die restlichen Teile schnell genauso bearbeiten. Und dann kommt auch schon der erste Lack. Da seht ihr dann auch schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Natürlich haben wir ein bisschen was Spezielleres geplant. Wir machen jetzt Feierabend, gibt noch ein bisschen lecker Grill für uns. Wir genießen die letzten Sonnenstrahlen heute. Und wir sehen uns dann gleich wieder oben in der Werkstatt, wenn es hier am Torpedo-Projekt weitergeht. Nächster Tag, meine Freunde. Ihr seht es, sämtliche Teile sind jetzt genau so gefüllert, wie ihr es im Video gerade von gestern noch gesehen habt. Das heißt, Anbauteile, Rahmen, alles genau so jetzt parat, wie wir es brauchen, um mit der Farbe weiterzumachen. Davor muss jedes Teil jedoch noch einmal geschliffen werden. Das heißt, dieser Füller, man hört es sogar, Achtung. Er ist recht rau. Ist aber auch okay, dass der rau ist. Wir haben ja drei dicke Schichten, vor allem hier am Rahmen. Die restlichen Teile haben zwei dicke Schichten bekommen. Das ist so, weil du ihn noch schleifen musst. Also wenn du genug Material hast, kannst du auch gut was abschleifen, bis er komplett glatt wird. Das alles zeigen wir euch jedoch im nächsten Video, bevor die erste Farbe drauf kommt. Ich sage bewusst erste Farbe, denn wir haben uns ein bisschen was Spezielles überlegt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Channel. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald und ciao. Pink und Gelb haben wir gesagt, oder? Pink und Gelb. So, keine Angst, dass jetzt der Hobel vom Freddy so cool wird, dass mein Custom-Hobel so ein bisschen in den Schatten gestellt wird. Nee, du Marvin, weißt du, ich hätte auch gern so ein cooles Mofa wie du, aber ich bin halt nur der Elias, ich habe nicht so coole Mofas, aber ist okay, ich finde es okay, so. Wow, Elias, danke für das Kompliment. Ey, wenn ihr noch Bock habt auf mehr Videos, dann klickt doch auf eins von den zwei hier. Bis dann!